bisschen was durch die Nase gezogen. Okay. Martin, jetzt hast du mir gerade was in die Nase reingespritzt. Was machst du dann als Notarzt? Dann gehst du normalerweise einfach weg, schreibst das Protokoll. Meine Arbeit getan, genau. Genau. Und was machst du wirklich? In Wirklichkeit müssen wir die Patienten dann natürlich monitoren. Ja? Gerade wenn man diese Hochdosis Ketamin-Sedierung macht, muss man natürlich auch darauf vorbereitet sein, wobei das bei Ketamin nicht so häufig ist, aber durchaus passieren kann, dass die Patienten einen Atemstillstand haben. Also dann muss man auch auf Atemwegsmanagement oder einer Bebeutelung oder so vorbereitet sein. Grundsätzlich, wenn die nur sediert sind und eben keine dringende Beatmungsindikation haben, das ist ja eigentlich unser Ziel, müssen wir darauf achten, dass der Atemweg frei bleibt. Das heißt, eine stabile Seitenlage zum Beispiel, ein S-Mach-Handgriff. Wir schauen, dass wir spätestens jetzt einen intravenösen Zugang etablieren. Wir monitoren den Patienten komplett. Der kriegt Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffsättigung. Was manchmal hilfreich sein kann, ist eine Nasenkapnographie. Das ist eigentlich eine sehr, sehr elegante Variante. Wobei wir gerade jetzt vor kurzem irgendwie eine echt spannende Diskussion auf Facebook hatten, wie viel das wirklich bringt. Aber es tatsächlich ist eine Möglichkeit, in so einer Situation jemanden zu detektieren. Um zu detektieren, ob der Patient aufhört zu schnaufen. Sauerstoffgabe nach Bedarf, also den muss man jetzt nicht 15 Liter draufknallen. Manchmal kann es sein, wenn die so ein bisschen hypoventilieren unter der Sedierung, dass man den ein bisschen Nasensonden Sauerstoff geben muss. Und je nachdem, wie agitiert der Patient noch ist, manchmal sind die auch nicht völlig weg, gerade wenn die auf High-Dose Drogen sind, auf irgendwelchen Abhand, ja, irgendwas, was die Leute gut aktiviert, dann kann das sein, dass die trotzdem eine Fixierung brauchen, präklinisch in dem Fall durch die Polizei, klinisch, je nachdem, welche Maßnahmen wir haben. Aber auch bei der Fixierung muss man unbedingt darauf achten, dass die trotzdem in einer stabilen Seitenlage sind, in einer Lage sind, wo die eben nicht erst dann festgezurrt sind und dann aspirieren. Das wäre natürlich ganz furchtbar und strafbar. ja, ich glaube, das war es so grob. Aufpassen, gut aufpassen, die muss man ernst nehmen. Also auf eine Atemwegssicherung vorbereitet sein, ja. Ne? Das auch vielleicht im Team kommunizieren. Ja. Genau. Okay, jetzt haben wir die Patienten vernünftig sediert, jetzt müssen wir irgendwie weitermachen. Was klären wir jetzt ab bei so einem Patienten, der irgendwie agitiert ist? Du hast jetzt schon ein paar Themen genannt, das war nochmal zur Wiederholung Trauma, Blutzucker und die Hypoxie, aber es gibt ja noch mehr, oder? Genau, es gibt auf jeden Fall noch mehr, das man untersuchen sollte, je nach Situation, also völlig, also es hängt total vom Setting des Patienten ab, warum wird man überhaupt gerufen, was vermutet man, was die Ursache ist, ist es ein bekannter Drogenpatient, der alle zwei Tage maximal agitiert ausrastet, vielleicht muss man dann keine ausführliche Diagnostik machen und das betrifft vor allem jetzt die Klinik. Also Blutzucker, denke ich, ist in der Präklinik absolut notwendig und Standard. Alles Weitere betrifft dann vor allem die Klinik. Was sind noch Ursachen für eine Agitation? Ganz häufig, vor allem bei älteren Patienten, ist ein Infekt, eine Sepsis, septische Enzephalopathie, darunter ein Delir. Es kann auch einfach undefinierbarer Schmerz sein, Schmerz im Rahmen vom Trauma, das haben wir schon vorher erwähnt. Was auf jeden Fall noch ausgeschlossen werden sollte oder diagnostiziert werden sollte als Mindestanforderung bei so einem Patienten, sind die Elektrolyte und der pH, also eine venöse pKa ist da das Allermindeste. Ob die alle jeder von den bekannten Drogenpatienten, die voll ausrasten, immer wieder, ob die eine breiteste Laboruntersuchung machen, lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Ich denke nicht, aber das hängt natürlich von den lokalen Gegebenheiten ab. Ein CT, Kopf-CT, ja, kann man sich durchaus überlegen. Gerade bei einer unklaren Vigilanzänderung, ja, und damit auch beim Delir kann man sich das durchaus überlegen. Vor allem, wenn ein Trauma im Raum stehen könnte, denke ich, ist das notwendig. Zu den toxikologischen Tests machen wir sicher noch mal extra was. Generell muss man sagen, dass die sehr, sehr ungenau sind. Es gibt sehr viele Falsch-Positive, gerade bei diesen Urintests, bei den Schnelltests, die wir haben. Und die Frage ist auch, was sagt uns das aus? Das sagt ja nicht aus, dass der Patient, wenn der jetzt zum Beispiel Amphetamin-positiv ist im Urin, dass der jetzt gerade Amphetamine genommen hat und deshalb so ausrastet, sondern das sagt er, dass er in den letzten Tagen Kontakt mit Amphetaminen hatte. Ja? Also es ist relativ wenig, was uns so ein Urin-Schnelltest in der Akutmedizin hilft. Konsequenz eigentlich quasi null. Und ganz viele von den modernen Drogen, diese ganzen Spice-Geschichten, alle Derivate davon, synthetische Cannabinoide und so weiter, werden großteils in diesen ganzen Schnelltests überhaupt nicht detektiert. Genau, und ich will noch ganz kurz euch, weil es ja auch immer so ein bisschen um die Praxis-Erfahrungen geht, einen voll interessanten Fall erzählen. Das war eine 40-jährige Patientin,
die wurde mir vorgestellt, weil die einfach seit 2 Wochen anders ist. Die war vorher immer, hat die gut aufgeräumt zu Hause. Plötzlich haben die Freunde sie nicht mehr wiedererkannt. Da war alles unordentlich. Und als man mit ihr gesprochen hat, da war die auch, hat eine ganz gute Fassade aufrechterhalten. Und da wurde dann aber plötzlich unfreundlich, als man gefragt hat, welcher Tag ist denn eigentlich heute? Dann hat sie angefangen rumzurechnen. Dann hat man gefragt, ja, wissen Sie das denn? Und dann hat sie gesagt, ja Mensch, jetzt stören Sie mich doch nicht. Natürlich weiß ich das. Und die war, das hätte auch gut eine Patientin sein können, die man, die ein Delir hätte entwickeln können. Mhm. Und tatsächlich hat man da im CT gesehen, die hatte einfach einen komprimierenden Tumor, hat deswegen einen Hydrocephalus entwickelt. Und das war ein ganz eindrücklicher, aber auch natürlich trauriger Befund, weil er letztlich leider für die Patientin eine fauste Prognose hatte. Aber da kann man nochmal das CT als relevantes diagnostisches Mittel betonen. Genau. Hängt, wie der Philipp sagt, genau. Einfach vom Setting ab, was genau, das ist. Klar, ne? Klar. Okay, das war's von mir aus schon. Zusammenfassend, bei der Notfallsedierung 3 wichtige Punkte. Erstens, das Ziel ist, dass der Patient ungefährlich ist, nicht, dass er bewusstlos ist. Also wir wollen nur die Nieren und wir wollen nicht, dass er jetzt da intubiert liegt, wenn das vermeidbar ist. Denn jede tiefe Sedierung und natürlich jede Narkose hat, gerade bei nicht nüchternen Drogenpatienten zum Beispiel, ein sehr hohes Risiko, dass da irgendwo was schief geht. Ja? Also Ziel ist der ungefährliche Patient, nicht der bewusstlose Patient. Zweitens, immer an andere Ursachen für Aggression oder Agitation oder Verwirrung denken. Blutzucker, Hypoxie, Trauma, Schmerz und dann die anderen Sachen, die wir schon besprochen haben. Und das Dritte ist, wir haben euch jetzt 2 Kochrezepte empfohlen für 2 verschiedene Szenarien. Wichtig ist, ihr müsst eure Medikamente kennen, ihr müsst eure Anschlagzeiten kennen. Wie lange braucht das Midazolam in der Nase, bis es wirkt? Meistens eine halbe Minute bis eine Minute. Das heißt, so lange muss der auch fixiert sein. Hilft es nichts, wenn man es reinspritzt und dann wegläuft. Ja? Und ihr müsst die Nebenwirkungen kennen. Auch das Ketamin, das ja als sehr stabil beschrieben wird und wo auch gesagt wird, dass es kaum Apnoen gibt. In dieser hohen Dosierung zum Beispiel, die man da intramuskulär gibt, gibt es immer wieder Apnoen durch diese hohe Dosis. Also kennt eure Medikamente. Das war's von meiner Seite, Philipp. Von meiner auch. Wie immer gilt es, teilen und liken und unbedingt auch den YouTube-Kanal abonnieren. Stimmt. Erzählt bitte den Leuten weiter von uns. Gebt uns Rückmeldungen, wie euch die Themen gefallen. Und wir hören immer wieder tolle Themen. Vorschläge, das ist natürlich für uns hochrelevant. Wir wollen wissen, was euch interessiert. Diskutieren gerne darüber. Und das war's von uns. Euch noch einen schönen Tag, Morgen, Abend, Nachtdienst, Frühdienst oder so. Was auch immer. Macht's gut. Ciao. Thank you.